Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 652 am Freitag, den 13. September 2024. Es ist 23 Uhr und wir haben 7 Grad Außentemperatur in Husum. Jetzt, wo ich das gerade spreche, merke ich erst, dass Freitag der 13. war oder ist. Also ja, bei mir hat sich nichts Außerordentliches ereignet und ich kann auch nicht sagen, dass das ein schlechter Tag war. Wir hatten das wunderbar heute, haben schön gemütlich zusammen gefrühstückt und für meine Verhältnisse tatsächlich gefrühstückt. Das wird wohl die nächsten Tage so sein. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich habe tatsächlich heute Nachmittag sogar ein kleines Mittagsstündchen gehalten, weil wir alle uns ein bisschen abgelegt haben. Zuvor waren wir in Husum am Hafen und in der Stadt ein bisschen bummeln und haben noch ein Fischbrötchen gegessen und ja, haben uns das gut gehen lassen. Und heute Abend hat meine Tochter dann für uns alle gekocht. Richtig lecker war das, also ganz, ganz toll. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen zusammengesessen und dann sind wir auch rechtzeitig los. Ich habe jetzt noch ein bisschen gearbeitet, richte gerade mein neues Smartphone auch ein. Der Vertrag ist wieder verlängert und ich habe jetzt ein neues. Und da gibt es so ein paar Hürden tatsächlich, unter anderem mit dieser App, mit der ich jetzt gerade den Podlog aufnehme. Die läuft nämlich auf dem neuen Handy nicht mehr, obwohl das das gleiche Android-System ist, aber ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und anscheinend werden mit dem neuen Handy nur noch 64-Bit-Apps unterstützt und das scheint wohl eine zu sein, die älter ist. Das heißt, jetzt rede ich gerade noch in das alte Smartphone rein. Das werde ich natürlich aber weggeben und jetzt muss ich mir eine Lösung überlegen, relativ schnell und zeitnah, also am besten jetzt am Wochenende noch, wie ich das dann handhabe. Wahrscheinlich werde ich mir eine andere App runterladen oder nochmal versuchen, ob die das mittlerweile von dieser App hinbekommen haben, dass das Interface auf der Webseite, dass das besser ist zum Aufnehmen. Das hat nämlich bisher nicht geklappt, aber ich habe es jetzt länger nicht mehr getestet, weil man kann auch über die Webseite quasi direkt aufnehmen. Und ich brauche halt dieses Tool, weil dieses Tool in der Nachbearbeitung gut ist. Ich kann relativ schnell und kurz und einfach schneiden auf dem Smartphone und das muss ich auf jeden Fall so beibehalten. Also sonst wird das mit Podlog nichts. Also das ist einfach, ich will da nicht so einen riesen Aufwand haben und deshalb, das muss halt schnell gehen. Und ich habe nochmal von jemandem anderen eine App empfohlen bekommen, schon längere Zeit, aber da muss ich eben nochmal einen Schritt gehen und in diese App, wo ich jetzt aufnehme, das reinladen quasi oder auf diese Plattform. Und dann wird das automatisch nachbearbeitet, auch von der Qualität der Audioaufnahme und so weiter. Und wird dann automatisch zu meinem Hoster hochgeladen, wobei da wird es wahrscheinlich demnächst auch eine Veränderung geben. Also ich muss jetzt gucken, wie ich den Workflow wieder smart hinbekomme auf dem neuen Smartphone. Also dass das einfach auch weiterhin so einfach und direkt geht, weil wenn ich das wie eine normale Podcast-Folge aufnehmen muss, dann ist das das Aus für den Podlog. Das kann ich einfach nicht leisten jeden Abend. Also drückt mal die Daumen oder wenn noch irgendjemand irgendwas im Petto hat, es muss halt schneiden können, relativ einfach und es muss eine gute Anbindung haben, dass ich das in diese Nachbearbeitungs-App reinladen kann. Ja, ist alles so ein bisschen blöd. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es irgendwie 1-2 Arbeitsschritte mehr sind. Das ärgert mich ein bisschen jetzt. Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Ihr hört von mir und jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.